Jeder von uns war schon mal krank und manche sind es ausgerechnet jetzt. Wir können nicht mehr tun, was wir wollen und schimpfen und jammern über eine verpasste Chance oder das verlorene Geld. Doch anstatt anzunehmen, was jetzt ist und uns die Frage zu stellen, was will uns diese Krankheit sagen, bleiben wir stecken und sind frustriert. Also, was ist Krankheit und Heilung wirklich? Diesen Fragen gehen wir nach, jetzt bei Welt im Wandel TV. Ja, Herr Tepperwein, immer noch, immer wieder, wir zwei zusammen. Immer wieder gern. Immer wieder gern. Wir haben uns ja jetzt schon in einigen Gesprächen immer wieder ums Bewusstsein gedreht, um die Ich-Identifikation gedreht. Und ich glaube, es fällt uns in diesem Gespräch ein bisschen einfacher, nehme ich an, weil Krankheit ist doch die Ich-Identifikation, oder? Also nur ein Ich kann krank werden. Mhm. Bewusstsein kennt keine Krankheit. Bewusstsein ist vollkommen. Wenn also der Körper eine Botschaft schickt, das heißt, die meisten erkennen das ja nicht als Botschaft, sondern wenn der Körper ein Symptom schickt, dann bilden sie sich ein, jetzt krank zu sein oder wenn sie Schmerzen haben. Aber das ist nicht richtig. Der Körper erfüllt nur seine Aufgabe. Er schickt eine Information in seiner Sprache. Das ist ungefähr so wie bei Ihrem Auto die Ölkontrolllampe. Wenn die aufleuchtet, dann ist das Auto ja auch nicht kaputt, sondern im Gegenteil, es funktioniert, es zeigt, dass es funktioniert. Und Sie wissen dann, was zu tun ist. Um die Ölkontrolllampe brauchen Sie sich überhaupt nicht kümmern. Sie fahren zur Tankstelle, füllen einen halben Liter Öl nach und dann passiert das Wunder, das für uns selbstverständlich ist. Die Ölkontrolllampe hört ganz von selber auf zu leuchten. Aus. Ja, die Botschaft ist ja verstanden und befolgt, dann verschwindet das Symptom. Und genau so macht es der Körper. Also sind wir ja in dem Moment, wo wir Krankheit oder uns als krank wahrnehmen oder Schmerzen haben oder ne, uns einfach nicht gut fühlen, sind wir identifiziert mit unserem Körper. Ja, das heißt also, wir alle haben einen Körper, auch wenn wir nicht damit identifiziert sind. Wir haben ihn und das ist ja unser Erfahrungsinstrument. Wir erleben also über den Körper das Leben. Und wenn der Körper eine Botschaft schicken muss, dann sind wir irgendwo vom Weg abgekommen. Dann stimmt irgendwo etwas nicht. Dann braucht er unsere Hilfe. Und dann schickt er uns die Botschaft. Und mit der Botschaft zeigt er uns auch genau, was fehlt, was zu tun ist, damit wir wieder heilen. Das heißt, wir sollten eigentlich das Wort Krankheit irgendwie vergessen, ja, und einfach Botschaft, also die Körperbotschaft. Das wäre vernünftig. Weil in dem Moment sind wir nicht identifiziert mit der Geschichte des Leids, ja, und ich leide so und mir geht's so schlecht und können unsere ganzen Symptome aufzählen und uns damit wichtig machen oder damit irgendeine Bedeutung schaffen. Das würde wegfallen. Wenn wir das Geschehen mal auf eine andere Ebene transportieren, dann können wir es leichter verstehen. Nehmen wir mal Botschaft als Mahnung, also ein Symptom als Mahnung. Ja? Und jetzt kann man schlaue Bücher verfassen, wie gehe ich mit einer Mahnung um? Ich kann die feierlich im Kamin verbrennen, ich kann die zerschnippeln, im Klo runterspülen, aber darum geht es überhaupt nicht. Ich muss mich fragen, weshalb bekomme ich eine Mahnung? Weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe. Ach so, also um die Mahnung brauche ich mich gar nicht kümmern. Ich beseitige die Mahnung, indem ich die Rechnung bezahle und dann kommt keine Mahnung mehr. Und genauso ist es beim Körper. Also nehmen wir mal an, ich habe Knieschmerzen von heute auf morgen und weiß nicht, woher es kommt. Einfaches Beispiel, ja? Und kann vieles nicht mehr tun, kommt die Treppe nicht mehr hoch und runter. Wie würden Sie in dem Moment da hingucken und sagen, wie gehen Sie vor? Was würden Sie bei Ihrem Auto machen? Wenn die Ölkontrolllampe aufleuchtet, brauchen Sie nicht tanken fahren. Sie müssen auch nicht den Reifendruck prüfen. Sie müssen auch nicht in die Waschanlage, sondern Ihr Auto sagt ganz gezielt, du brauchst Öl. Ja? Aber wenn mein Knie wehtut, weiß ich, es ist am Bein. Das heißt, es hat mit meinem Bewegungsapparat zu tun, mit Vorankommen zu tun, mit meiner Beweglichkeit. Ja, jetzt kommen Sie ja schon wieder in das Verständnis. Also der erste Schritt ist, ich muss wissen, wenn ein Symptom auftaucht, ist das eine Botschaft.
Der Körper will mich nicht ärgern. Das ist auch keine Panne der Natur, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, sondern der Körper schickt mir eine Botschaft, dass er meine Hilfe braucht. Also, jetzt haben Sie das Knie angesprochen. Mhm. Sie haben aufs rechte gezeigt. Meinen Sie das rechte Knie? Ja, als Beispiel jetzt. Nein, ne? Der Körper ist da sehr präzise. Das wäre eine andere Botschaft. Ja, für mich im Interview. Aber jetzt sagen wir das rechte, ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Botschaften, rechtes oder linkes Knie. Also eine Botschaft besteht immer aus drei Teilen bei einer Krankheit. Art der Erkrankung, Ort der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Mhm. Also rechtes Knie. Jetzt brauchen Sie, der Körper verlangt nicht, dass Sie jetzt Medizin studiert haben und umfassende Anatomiekenntnisse haben, sondern Sie brauchen nur ganz naiv fragen, wofür habe ich ein Knie? Mhm. Was mache ich damit? Ja? Mich bewegen, einknicken, beugen. Ah, bewegen. Wir haben noch etwas Wichtiges getan. Das Wichtigste vielleicht, Schritte tun. Mhm. Dazu brauchen Sie ein Knie, denn wenn Sie steif wären, ging das nicht. Aber auch sich beugen, ja, also wenn Sie das so ganz naiv aufschreiben, dann wissen Sie, okay, mein rechtes Knie ist betroffen. Rechts heißt, es ist im Außen. Links wäre Innenwelt, emotional und so weiter. Also mein rechtes Knie im Außen, habe ich Schritte zu tun, an die mich mein Körper schmerzhaft erinnert. Es wäre Zeit, dass du mal im Außen diesen Schritt tust, damit wir vorwärts kommen. So, wenn ich jetzt das nicht höre oder nicht beachte, nicht verstehe vielleicht, ja, dann kommt die zweite Mahnung, der Schmerz. Das ist schon die zweite Information. Erst kommt immer nur die Erkenntnis, da müsste ich mal was tun. Dann kommt der Schmerz. Wenn ich immer noch nicht reagiere und nehme Schmerztabletten, um das Symptom zu unterdrücken, das ist so, wie wenn Sie beim Auto die Ölkontrolllampe leuchtet, Sie schrauben das Birnchen raus, weil das Leuchten stört Sie. Ja, löst natürlich überhaupt nicht das Problem. Also wenn Sie jetzt dann nur eine Schmerztablette nehmen, sagt der Körper, ja Moment, das bringt uns nicht weiter. Dann wird der Schmerz chronisch. So. Und wenn das auch noch nicht nützt, werden Sie von der Schule verwiesen. Weil er sagt, ihr macht Ihre Hausaufgaben sowieso nicht, lernt, also dann sterben Sie. So. Also, so hat der Körper seine Stufen. Wenn Sie jetzt wissen, okay, rechtes Knie, Schmerz, also schaue ich auf mein Leben, wo müsste ich denn im Außen einen Schritt tun? Und allein, wenn ich mich das frage, müsste ich es schon erkennen. Ja, da schlage ich mich schon eine Weile mit rum. Da sollte ich mal ein klärendes Gespräch führen oder da müsste ich meine Tätigkeit wechseln oder eine Entscheidung erstmal treffen, in irgendeiner Form sich bewegen, ne? Ganz genau. Mhm. Ich müsste also Schritte tun. Mhm. Ich müsste mich im Außen bewegen. So, und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wo das in meinem Leben ist. Und dann kann ich prüfen, bin ich bereit zu diesem Schritt? Ja, ich sehe jetzt ein, da müsste ich etwas ändern. Also sagen wir mal, die Partnerschaft ist in Schwierigkeiten und ich müsste ein klärendes Gespräch führen, aber ich traue mich nicht und es ist mir auch unangenehm und ich will den anderen ja auch nicht verletzen. Ich finde ganz viele Gründe, warum ich das verschleppe und nicht tue. Aber der Körper sagt, nichts da, hier ist jetzt ein Schritt zu tun. Also im Außen, Sie sagten vorhin im Außen und im Innen. Also wenn wir aber nichts im Außen wirklich tun müssen, sondern erstmal im Innen verstehen müssen, was es ist, ist es ja dann schon, also auf geistiger Ebene wieder Fluss. Und wenn sobald es auf geistiger Ebene entschieden ist oder die Veränderung eingeläutet wird, löst sich das dann auf, oder? Das Knie braucht nicht behandelt werden. Ja, genauso wenig wie die Ölkontrolllampe behandelt werden muss, sondern das Knie ist nur die Projektionsfläche der Botschaft, im Außen ist ein Schritt zu tun. Und jetzt sagen Sie, okay, also jetzt setze ich mich
mit meinem Partner zusammen und wir besprechen, du, so geht das nicht weiter. Die Situation ist für mich nicht erträglich, zumindest nicht erstrebenswert. Mhm. Also wie gehen wir damit um oder wie auch immer. Sie packen die Dinge an. Und jetzt geschieht das Wunder. Indem sie gesprochen haben, verschwindet der Schmerz im Knie. Das Knie hat mit ihrer Beziehung eigentlich gar nichts zu tun, aber das war die Botschaft, da was zu tun. Und wenn die Botschaft erkannt und befolgt ist, verschwindet das Symptom. Und sollte noch mehr Symptome auftauchen oder es immer wieder auftauchen, hat man das Thema noch nicht gelöst. Also es ist ein ganz sicheres Zeichen. Wenn es immer wieder auftauchen würde, dann würde genau das eben sagen, ja, du hast da was verändert, aber das eigentliche Problem ist noch immer nicht gelöst. Weil ja viele auch nur im Außen was ändern und noch nicht im Innern geändert haben. Ne? Also das ist ja ein bisschen verwirrend. Dann schickt das Leben ist ja sehr geduldig. Das schickt dann die nächste Mahnung, die nächste. Wie wenn Sie eine Rechnung nicht bezahlen? Dann kriegen Sie ein paar Mahnungen und dann kommt ein Brief vom Anwalt und dann kommt Gerichtsverfahren und so weiter. Das geht und dann kommt Pfändung. Kann man sagen, dass Krankheit, sage ich jetzt mal, oder ein Symptom, immer die Aufforderung ist, eine neue Bewusstseinsstufe zu erreichen? Soweit würde ich nicht gehen, aber eine Veränderung vorzunehmen. Mhm. Ideal wäre natürlich eine höhere Bewusstseinsstufe, dann ergibt sich das von selbst. Aber der Körper, jedes Symptom sagt so nicht, es muss etwas sich ändern. Und er sagt auch mit der Projektionsfläche genau, in welcher Richtung, was sich da ändern muss. Ist dann das, das Gefühl von Krankheit dann letztendlich die Angst vor der Veränderung? Kann man das so sagen? Das prüft der Körper gar nicht, ob sie Angst haben oder nicht. Er sagt nur, eine Veränderung ist notwendig. Schönes Wort. Ja, wendet die Not. Mhm. Und tu es oder lass es. Wenn du es nicht tust, schicke ich eine zweite Mahnung. Schmerz. Reagierst du immer noch nicht? Wird es chronisch und irgendwann kannst du keinen Schritt mehr tun vor Schmerzen, weil du, was ist die Botschaft? Du bist bewegungsunfähig. Du bewegst dich ja nicht in deinem Leben. Mhm. Ja? Also der Körper, wenn man das einmal weiß, schickt sehr genaue Botschaften. Das heißt, wenn wir irgendwann von einer Diagnose heimgesucht werden, die schon gravierender ist, wie Krebs oder so, ne, dann ist was Elementares im Leben nicht gelöst, dann heißt das eigentlich, dass wir da schon länger nicht hinschauen, sonst wäre es gar nicht so schlimm gekommen. Krebs ist schon eine höhere Mahnungsstufe, das ist schon das Gerichtsverfahren. Das ist spannend, weil letztendlich ist ja Krankheit, Sie können das vielleicht auch gar nicht mehr so sehen, weil Sie wissen, dass Krankheit eigentlich eine Illusion ist, oder? Dass wir, sobald wir über Krankheiten sprechen, rutschen wir ja wieder in die Ich-Identifikation. Ich kann aber da hingucken, das ist kein Problem. Also Krebs ist für mich, oder ist die Frage, ist Krebs jetzt schon, wenn wir vorher nicht drauf gehört haben, ne? Manchmal merken wir doch gar nicht, dass die Zeichen schon kommen. Wir überhören die ja auch einfach. Und dann kriegt man so eine fette Diagnose wie Krebs. Und dann erwacht man. Was will einem das eigentlich sagen, dass man komplett falsch ist? Und weil es die Gerichtsverhandlung. Sie sagen, es ist ja schon eine andere Stufe. Dass diese Aufgabe schon länger ansteht und nicht gelöst wurde. Und das ist schon die dritte oder vierte Mahnung. Das heißt, wenn wir aber es nicht hören, heißt das, dass wir unbewusste Muster haben, dass der Verdrängung letztendlich, dass wir es nicht hören wollen. Oder weil was wir nicht hören oder nicht merken, merken wir nicht. Ich meine, der Körper, der wird schon nachdrücklich. Der Schmerz wird dann so stark, dass sie den nicht überhören können. Mhm. Das tut so weh, dass sie sich damit befassen müssen. Mhm. Aber vielleicht verstehen sie nicht. Mhm. Ja, und behandeln das Knie. Die meisten Menschen wollen nämlich gar nicht gesund werden. Die wollen bloß keine Beschwerden mehr haben. Damit sie genauso falsch weitermachen können wie bisher. Na, sie wollen leistungsfähig bleiben und so schnell wie möglich, ja, wieder. Ja, sie wollen das Symptom loswerden. Und die Medizin hilft auch noch dabei, indem das Symptom behandelt wird. Sie sagen gerade das Stichwort Medizin. Also was macht denn dann wirklich der Heiler oder der Therapeut, wenn man mit seinen Themen dahin geht, wenn es doch eigentlich alles schon gelöst ist durch Bewusstwerden? Sie gehen immer davon aus, dass es gelöst ist. Es ist eben nicht gelöst. Wir sind zwar vollkommenes Bewusstsein,
aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Und das will uns eben helfen, bewusster zu werden, einen Schritt im Bewusstsein zu tun. Das heißt, wenn ich zu einem Therapeuten gehe, habe ich schon entschieden, dass ich eine Lösung suche oder dass ich eine Veränderung brauche. Und dadurch ist es eingeleitet, dass der überhaupt auftauchen kann in meinem Feld, der Heiler. Ja, aber die falsche Richtung. Sie geben die Verantwortung ab. Sie gehen mit ihrem Krankenschein zum Arzt und sagen so, ich bin ja hier versichert, also jetzt mach mal hier, Knie ist nicht in Ordnung, ich habe nichts damit zu tun. Und das ist verantwortungslos im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Mhm. Das heißt also, so geht es nicht. Ein guter Arzt würde jetzt zunächst einmal, hoffentlich jeder, eine Diagnose stellen. Was heißt denn Diagnose? Das ist immer der Anfang. Diagnose heißt Durchblick. Mhm. Ja, und da findet die alte Frage, die wir immer beim Arzt stellen, Herr Doktor, was fehlt mir eigentlich? Mir fehlt eine heilende Erkenntnis. Die Diagnose führt schon zur Heilung, die braucht nichts passieren, wenn ich da die heilende Erkenntnis bekomme durch den Durchblick. Zum Beispiel, was das bedeutet, dass ein Gespräch mit meiner Partnerschaft dringend nötig ist. Und indem ich das tue, verschwindet das Symptom. Das heißt, was ich eigentlich brauche, ist nur die Diagnose. Ich brauche den Durchblick, damit die heilende Erkenntnis kommt. Mhm. Dann habe ich das Symptom auf dem königlichen Weg der Erkenntnis gelöst und brauche nicht den Weg der schmerzhaften Erfahrung. Und was, also wir sprechen jetzt über physische Symptome, mehr oder weniger, aber was ist mit diesen seelischen Themen zum einen, aber auch so Psychosen oder Schizophrenie und sowas alles? Was ist nichts anderes. Das ist eine andere Projektionsfläche. Das ist nicht die Ölkontrolllampe, sondern der Reifendruckprüfung. Was meinen Sie genau mit Projektionsfläche? Wie das rechte Knie eben eine bestimmte Bedeutung hat, so hat jeder Körperteil eine bestimmte Bedeutung, die seiner Funktion im Körper entspricht, damit ich keine Anatomiekenntnisse brauche. Also wenn es die rechte Schulter ist oder die Hand, dann frage ich mich eben, wofür habe ich das, was macht die, was mache ich damit? Ja, also was ist die Funktion, damit ich erstmal das Problem verstehe oder die Botschaft verstehe und dann kann ich sie befolgen. Also wann immer jetzt ein Symptom kommt, sollte ich sagen, danke Körper, dass du mir, wer bedankt sich schon für seine Krankheit, ja? Aber danke, dass du mich aufmerksam machst. Also jetzt gehe ich wieder in die drei Ebenen. Mhm. Art der Erkrankung, also Bruch, Entzündung, Reizung, ja, was da möglich ist, Ort der Erkrankung und Zeitpunkt der Erkrankung. Also Zeitpunkt heißt, wenn das auftaucht, war gerade in meiner, bei dem Beispiel Beziehung, war da gerade wieder ein Anlass, wo ich hätte sollen, habe aber nicht. Dann schickt der Körper zeitnah, also innerhalb von ein, zwei Tagen, oft ein, zwei Stunden, schickt er dann diese Botschaft. Da hättest du jetzt deine Hausaufgaben gehabt und hast wieder nichts gemacht. Also jetzt bitte. Also wenn wir jetzt von Krankheit sprechen, das ist wirklich, dass sie uns auffordert, wie so eine Lernhilfe zu sagen, hier guck mal, hier stimmt was nicht, ja, du sollst bewusster werden. Was ist dann Heilung? Ist Heilung nur durch Bewusstsein möglich? Wir müssen zwei Ebenen der Heilung unterscheiden. Die kleine Heilung und die große Heilung. Die kleine Heilung ist Heilung auf der Ebene des Ichs. Was Symptombehandlung ist? Ja, also um bei dem Knie zu bleiben. Ich würde jetzt zum Therapeuten gehen und der sagt, ja, da verordne ich Ihnen Bewegung. Da machen wir auch Bestrahlung. Und da wird ihre Beweglichkeit durch Wärme, werden da Verspannungen gelöst und dann kriegen wir das in den Griff. Und tatsächlich, das wird dadurch besser, ja.
aber das ist wie bei einer unbezahlten Rechnung die Mahnung. Sie kümmern sich um die Mahnung anstatt um die Rechnung. Das heißt also, das würde ja nicht Ihre Beziehung in Ordnung bringen. Das wäre die kleine Heilung auf der äußeren Ebene. Die große Heilung ist, ich komme zum Bewusstsein. Und das war das Ziel jedes Symptoms, letztlich zu Bewusstsein zu kommen. Und damit verschwindet das Symptom, weil als Bewusstsein erkenne ich, was zu tun ist und warte nicht, bis der Körper mir eine Botschaft schickt. Der braucht dann keine Botschaft mehr schicken, weil ich gleich das Richtige tue. Das Bewusstsein kann doch Krankheit auch gar nicht wahrnehmen, oder? Natürlich, das hat ja einen Körper. Das erlebt ja den Schmerz, das erlebt ja alle diese Dinge mit. Es erlebt es nur nicht in sich, sondern in seinem Erfahrungsinstrument Körper. Das heißt, wenn ich egal wie ich mich fühle, es sind immer zwei Ebenen zu berücksichtigen. Erstmal die Ebene des Physischen, des Materiellen, also das, was ich, da muss ich gucken, was kann ich am schnellsten tun. Also wenn ich mein Bein breche, muss ich ja auch in die Klinik und es wieder gipsen lassen oder so. Und dann aber mich immer fragen, okay, was will mir das jetzt sagen? Und es dadurch auf eine höhere Ebene bringt, dass die Wurzel des Symptoms letztendlich für immer weg ist, dass ich nie wieder komme. Heilung durch Erkenntnis. Also ich habe erkannt, die Botschaft verstanden mit dem Knie. Ich muss einen Schritt tun in meinem Leben, der schmerzhaft ist für mich. Okay, ich tue diesen Schritt, der mit dem Knie eigentlich gar nichts zu tun hat. Bleiben wir bei dem Beispiel Beziehung. Bringe die Beziehung in Ordnung. Und der Schmerz im Knie verschwindet. Das heißt, die symptomatische Behandlung ist gar nicht erforderlich. Wenn ich auf dem Weg der Erkenntnis bin, verschwindet das Symptom ganz von selbst. Und irgendwann merkt man, dass je weniger wir krank werden oder anfällig werden, umso mehr machen wir alles richtig, offensichtlich. Also wenn es richtig und falsch gibt, es ja in der Form nicht. Je mehr Sie zu Bewusstsein kommen, desto mehr tun Sie gleich das Richtige. Mit Ihrem Auto machen Sie das sowieso. Sie warten ja nicht erst, bis das eine Botschaft schickt, weil es kaputt ist, sondern Sie halten die Inspektionsintervalle ein und Sie lassen das in Ordnung bringen, überwachen, Öl wird nachgefüllt, Wasser wird nachgefüllt, Reifendruck wird geprüft, neue Reifen kommen drauf und so weiter. Lange bevor etwas passiert, Sie warten nicht, bis eine Botschaft kommt. Naja, das macht einer, man kann es jetzt bewusst nennen, aber würde ich es jetzt runterbrechen auf die Ich-Identifikationsebene, gab es in meinem Leben auch schon Phasen, wo ich nur im Stress war, kein Geld hatte und dann kam ich nicht zur, dann bin ich nicht in die Werkstatt gefahren, weil ich dachte, oh, wieder eine Rechnung, die ich jetzt nicht brauchen kann. Und so zieht sich das ja mit. Und das ist nichts anderes, als was mit Krankheiten passiert. Ne? Ja, aber das war dann eine Krankheit bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern auf ihr ganzes Leben. Das heißt, wenn ich kein Geld habe, ist das auch ein Symptom. Ich verstehe die Botschaft, warum habe ich denn kein Geld? Vorhin haben Sie das Beispiel gesagt, weil ich mich nicht wert fühle. Ja, oder weil ich glaube, dass es aber nicht so leicht zu Geld zu kommen. Also ich muss erstmal sehen, von meinem wahren Sein her lebe ich in der natürlichen Fülle. Wenn ich nicht in der natürlichen Fülle lebe, muss es da ein Hindernis geben. Also schaue ich hin, wenn ich zu wenig Geld habe, wo ist denn das Hindernis? Warum lebe ich nicht in der Fülle? Ah, das ist ein Glaubenssatz, ja. Geld muss man verdienen oder unter den Umständen jetzt oder das ist aber nicht leicht. Ich habe mal einen Satz gelesen, in einem Buch, der Kurs in Wundern, und da stand, sobald wir auf die Krankheit schauen, machen sie wir sie wirklich. Und das tun ja auch Ärzte und Therapeuten, sagen, oh ja, du hast ja ein Beinproblem. Und was sagen Sie zu so einer Aussage? Dass der Arzt im Ich ist und keine Ahnung hat von wahrer Heilung. Also sind beide am Projizieren letztendlich, oder? Der Arzt und der Patient. Ja. Und sie bestätigen die Krankheit. Ganz genau. Und so machen sie sie wirklich. Ganz genau. In Wirklichkeit ist da nur eine Information. Und wenn Sie eben den geistigen Weg gehen und die Diagnose benutzen und den notwendigen Schritt tun, wendet sich die Not, das Symptom verschwindet, die Aufgabe ist gelöst. Können Sie sich vorstellen, dass wir wachsen könnten oder uns wirklich oder bewusster werden könnten ohne Schmerz und Leid, ohne die Erfahrung dessen?
Der Körper kann nur eine Botschaft schicken, wenn irgendetwas übersehen wurde. Wenn Sie gleich das Richtige tun, weil Sie voll bei Bewusstsein sind, wären, ja, tun gleich das Richtige, wird in Ihrem Auto, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, nie die Ölkontrolllampe aufleuchten, nie die Reifendruckkontrolle aufleuchten, auch die Kraftstoffanzeige kommt nie in den roten Bereich, weil Sie rechtzeitig tanken fahren. Also wenn Sie alles rechtzeitig tun, können Sie ein ganzes Autoleben lang nie irgendwas, nie eine Botschaft bekommen, weil Sie rechtzeitig das Richtige tun. Das heißt, auch wenn Kindern etwas passiert, ist es jetzt wirklich auch wichtig, dass die Eltern auch anders schon schauen. Ja, weil Kinder sind ja noch in Kinder, es tut ja nun mal weh. Ja? Dafür haben ja Kinder Eltern, die können das noch nicht erkennen, aber dafür haben sie ja Eltern, die das verstehen und die Mutter weiß, was zu tun ist. Und dann tut sie das Notwendige und das Kind lässt es geschehen und dann verschwindet das wieder. Und das Ich benutzt ja die Krankheiten auch aus einem gewissen Zweck manchmal. Ne? Wir benutzen ja auch Krankheiten, um nicht den nächsten Schritt zu gehen. Um? Nicht den nächsten Schritt machen zu müssen. Zum Beispiel, ja. Und dann kann das Symptom nicht verschwinden, sondern verschärft sich. Also das Leben macht da keine Fehler. Das besteht schon darauf, wenn etwas zu tun ist, wenn etwas notwendig ist, dann muss die Not gewendet werden. So lange schicke ich Mahnungen. Also was ist für Sie... Also Sie nehmen für sich gar keine Krankheit mehr wahr, ne? Wenn Menschen zu Ihnen kommen oder Sie anschreiben und die diversen Probleme haben, was sagen Sie dann zu denen? Natürlich nehme ich die wahr. Das ist ja die Botschaft. Ich helfe Ihnen, die Botschaft zu verstehen und frage Sie, ob Sie bereit sind, diese Botschaft zu befolgen. Sage Ihnen, um das Symptom brauchen Sie sich nicht kümmern, aber das ist jetzt die Botschaft. Und das wäre zu, was heißt das in Ihrem Leben? Ah, das also. Gut. Und sind Sie bereit? Sind Sie fähig? Dann brauchen Sie sich um das Symptom nicht kümmern. Wenn Sie die Botschaft befolgt haben, verschwindet das. Also sollten wir den Namen oder das Wort Krankheit für immer vergessen eigentlich und es ab jetzt wirklich Botschaft nennen? Würde ich sagen, wäre hilfreich. Jede Krankheit ist immer eine Botschaft. Ja. Ich habe irgendwie keine Frage gerade mehr. Haben Sie noch was zu erzählen? Ich habe wirklich keine mehr. Sie beantworten mir alle Fragen, die ich mitgebracht habe. Also zum Beispiel könnte man sich fragen, oder fragen sich sicher viele Menschen, warum sind wir nicht vollkommen gesund, ständig? Ja? Also zum Beispiel, weil viele eine schwere Vergangenheit oder eine schwere Kindheit mit sich rumschleppen. Ja, aber das ist ja die Identifikation mit der Geschichte, ne? Eben. Aber das ist die Botschaft. Ja, deswegen sind sie nicht gesund, weil sie das nicht loslassen. In Wirklichkeit ist die Vergangenheit ja sowas von vergangen. Die muss nicht behandelt werden. Die ist ja sowieso vorbei, die kommt nie mehr wieder. Aber was heißt in diesem Zusammenhang loslassen? Wenn man Schmerz erlebt hat oder Unfälle oder vielleicht auch von Natur aus schon von Geburt an gehandicapt ist in irgendeiner Form, wo man nicht so leistungsfähig ist wie andere, wie soll man das loslassen? Heißt das annehmen und sich... Indem ich das nicht mehr in die Gegenwart ziehe, es dort lasse, wo es hingehört. Das war eine Erfahrung meiner Vergangenheit. Und wenn ich die noch mit mir rumschleppe, heißt das, ich habe die nicht gelöst. Ich bin nur älter geworden, ich bin weitergegangen, aber ich habe diese Aufgabe noch nicht gelöst. Also muss ich mich meiner Vergangenheit stellen. Was war denn da? Was wäre zu tun gewesen? Dann tue ich es jetzt und dann löst es sich und damit habe ich es losgelöst. Also ist die Grundvoraussetzung, es erstmal anzunehmen als das, was ja gerade wahrgenommen wird und was ist und was für mich ein Problem war oder immer noch ist und in dem Moment nicht mehr wegschieben und sagen, ich will es ja gar nicht haben, sondern wirklich sich bewusst dem hinwenden und... Weil, wenn ich eine Mahnung bekomme, weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe, die Mahnung ignorieren oder wegschieben, löst das Problem nicht. Dann verursache ich neue, größere Probleme damit. Rechtsanwalt, Gerichtsverfahren, Pfändung gegeben. Also das ist keine Lösung. Ich muss wirklich die Aufgabe lösen. Glauben Sie, dass wir uns das schon vor der Inkarnation auch ausgesucht haben und wie so einen Lebensplan abgesteckt haben,
was wir wirklich für entscheidende Maßnahmen unbewusst ergreifen werden als Krankheitsbilder? Nicht die Ereignisse haben wir im Einzelnen, sondern die Aufgaben. Und wie der Körper das jetzt übersetzt und zu welcher Zeit, das entsteht eben aus meiner Bereitschaft, aus den Umständen. Wir haben uns nur die Aufgaben gestellt und der Körper schafft die Umstände, um uns auf diese Aufgaben aufmerksam zu machen. Was ist, wenn jemand ein Suchtproblem hat, wie Rauchen, zu viel Essen und dann plötzlich, also er einfach nicht davon wegkommt und nicht versteht, warum er immer wieder sich füllen will mit irgendwas, ja? Was ist im Grunde auch wieder immer die drei Fragen stellen und reingucken. Die Botschaft. Warum esse ich so um gern? Satt zu werden oder mich zu füllen oder wie auch immer. Weil mir Erfüllung fehlt im Leben. Und weil wir noch als Erinnerung haben, früher, als wir Baby waren, war unser Problem Hunger. Und wenn wir was in den Mund gesteckt bekamen, war der Hunger weg und ich fühlte mich wohl. Also gehe ich einfach in diese gleiche Erfahrung und denke, wenn ich hier was reinstecke, dann muss ja Erfüllung kommen. Mhm. Aber da werde ich nur immer fülliger, aber finde nicht die Erfüllung, die ich gesucht habe. Mhm. Also letztendlich ist ja auch bemerkbar, dass wir gerade in so einem Wandel sind, ne? Kollektiv, sage ich jetzt mal, also immer mehr Menschen kommen in die Veränderung, viele klagen auch über chronische Erkrankungen. Das ist ja jetzt schon wie so ein Massenphänomen auch. Das ist ja auch ein Spiegel dessen, wo wir als Gesellschaft stehen, ja, wo wir mit was wir noch identifiziert sind, was wir noch nicht gelöst haben, vielleicht auch karmisch, ja, kollektiv karmisch. Können Sie sagen, was auf uns noch zukommt? Können Sie das so für sich? Was machen Sie sich dafür Gedanken? Also zunächst einmal, dass wir die Botschaften, die wir bekommen, verstehen. Ich habe ja jetzt hier nur erst einen Punkt angeführt. Was gibt es denn noch für Punkte? Sollte vielleicht... Ja? Ja, immer. Wir sind immer noch bei dem Thema, warum sind wir nicht ständig vollkommen gesund? Eines war bis jetzt, ich sage es jetzt einfach mal, ohne dass wir darauf einsteigen, eines war eben schwere Vergangenheit oder schwere Kindheit. Aber es gibt noch andere Punkte, weil wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf Probleme und Schwierigkeiten richten, anstatt auf Chancen und Lösungen. Ja, also ich schaue auf das Falsche und schaffe damit ein Problem, anstatt sagen, danke Problem, du machst mich aufmerksam, wie löse ich das denn? Also eine Änderung der Richtung meiner Aufmerksamkeit. Was Sie eben angesprochen haben, weil ich meine Gesundheit belastende Gewohnheiten habe, mich ärgere. Ja, fast jeder hat sich schon mal geärgert. Aber Ärger macht alles nur noch Ärger. Ärger löst überhaupt nichts. Das heißt, wenn Sie sich so richtig über was geärgert haben, ist das, worüber Sie sich geärgert haben, noch genauso da. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, das ist nur eine nicht hilfreiche Gewohnheit. So wie wir uns über die Krankheit selbst ja ärgern. Ganz genau. Ja, genau. Oder über das Rauchen. Ja, warum rauche ich? Das ist das Gleiche. Ich möchte mehr Genuss im Leben haben. Ich suche Erfüllung und versuche, die mir über den Kühlschrank oder über die Zigarette zu geben. Also sollte ich lernen, das Falsche loslassen erst einmal. Ja, weil wenn ich mich ärgere, kaum jemand macht sich bewusst, egal worüber sie sich geärgert haben, mit diesem Ärgern verursachen sie im gleichen Augenblick eine ärgerliche Zukunft. Da könnten sie sich gerade wieder ärgern. Naja, aber sobald wir aufgeräumt haben mit unseren Themen, ärgern wir uns ja immer weniger. Das ist ja, passiert ja zwangsläufig. Also wenn ich schon so bewusst bin, dass ich auf meine Krankheit so schaue, wie Sie gerade sagen, dann ärgere ich mich ja schon gar nicht mehr. Dann ist das ja wie weg. Ich habe schon vor Jahrzehnten erkannt, dass Ärger eben nichts löst, dass das also keine hilfreiche Gewohnheit ist. Also sage ich mir, ich kann nicht zulassen, dass ich einer nicht hilfreichen Gewohnheit folge und habe mir das Ärgern abgewöhnt. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert und es ist nie wieder vorgekommen. Aber ärgern wir uns in dem Moment ja nur, weil wir uns als Opfer fühlen und
benachteiligt fühlen oder dass der böse Körper jetzt was mit uns macht. Ist das der Grund, warum wir uns eigentlich ärgern? Es gibt viele Gründe, weshalb wir uns ärgern. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, kann ich mich auch ärgern. Dann habe ich an meinem Leben gar nichts auszusetzen. Dann bin ich nur dagegen. Also ist der Ärger auch ein Symptom? Natürlich. Letztendlich ist das auch eine Form von Krankheit, von Bewusstseinskrankheit. Und gleichzeitig eins, das sagt du, das bringt gar nichts. Das macht dich nur aufmerksam, dass da etwas nicht stimmt. Hm. Zum Beispiel weiter, dass wir nicht unserer wahren Berufung folgen. Also kann ich nicht Erfüllung finden. Ich bin auf dem falschen Weg. Oder weil ich meinem Körper noch nicht nur wirkliche Lebensmittel gebe. Ja, wenn ich ihm das falsche Baumaterial gebe, darf ich mich nicht wundern, wenn das Ergebnis auch nicht optimal ist, zum Beispiel. Oder noch schlimmer, weil ich nicht ständig online bin und mich von der Weisheit führen lasse, dann würde ich ja gleich das Richtige tun können. Dann brauche ich all die Botschaften nicht mehr. Oder weil ich noch nicht eingetreten bin in meine eigene natürliche Vollkommenheit. Was auch nur ein Schritt wäre, können wir gleich noch drüber sprechen. Ja? Das alles führt dazu, dass ich nicht ständig gesund bin. Das heißt, ich habe nicht lebensgerechtes Verhalten. Und doch sind wir ja immer gesund, nur wir wissen es nicht. In der Vollkommenheit. Unser wahres Sein ist gesund. Aber wenn ich in der Illusion lebe, Sie können zum Beispiel sehr reich sein und vollkommen gesund. Und träumen, sie haben eine schwere Krankheit. Ja, solange sie im Traum sind, interessiert, ist es nicht hilfreich, was sie in der Realität haben oder sind. Im Traum sind sie krank und haben kein Geld. So. Und dann erleben sie genau das und dann schmerzt sie genau das. Also, sie müssten zu Bewusstsein kommen, damit diese Illusionsprobleme verschwinden. Die brauchen nicht gelöst werden. Man muss ja natürlich auch erstmal auf das Gespräch jetzt stoßen, ne, auf unser Interview, um überhaupt erstmal das zu realisieren. Aber viele sind ja schon sehr bewusst. Viele von unseren Zuschauern wissen ja eigentlich schon, dass man herkömmlich nur Symptombehandlung, dass das nicht weiterhilft, ja. Und trotzdem stecken wir immer wieder manchmal noch fest und es ist auch nicht so einfach. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Warum? Ganz einfach. Wir haben Gewohnheiten, die entsprechen nicht dem letzten Stand unserer Erkenntnis. Ich weiß, dass Rauchen nicht unbedingt meiner Gesundheit förderlich ist. Ich weiß, dass Rauchen nicht das Leben verlängert. Aber es gibt trotzdem welche, die rauchen. Weil eben der andere Grund, mir fehlt Erfüllung, mir fehlt Lebensgenuss, stärker ist. Und solange es aber eine bewusste Entscheidung ist, dass man weiter fortsetzt, ja, dann würde man sich auch gar nicht mehr so aufregen. Dann ist man ja auch kein Opfer mehr. Jetzt haben Sie wieder ganz schnell eine ganz großartige Sache gesagt. Das ist nämlich die Lösung. Sich Gewohnheiten abzugewöhnen, wissen Sie, ist sehr, sehr schwer. Dauert, ist lästig. In Wirklichkeit ist es ganz einfach, ist ein einziger Schritt. Ich muss nur mein Verhalten von der Gewohnheitsebene wieder auf die Entscheidungsebene zurückholen. Mhm. Also ganz gleich, ob bei einer Zigarette oder beim Essen oder wo immer ich eine Gewohnheit habe, die nicht stimmt. Wann immer ich wieder zu einer Zigarette greife, folge ich jetzt nicht der Gewohnheit, sondern ich werde wieder bewusst sagen, Moment, will ich diese Zigarette jetzt wirklich rauchen? Wenn ich die rauchen will, okay. Also dann ist es auch eine bewusste Entscheidung. Ich will nicht nie wieder rauchen oder was, das klappt sowieso nicht, sondern ich entscheide das nur neu. Mhm. Ich entscheide einfach jedes Verhalten neu. Beim Essen entscheide ich mich, will ich diese Portion noch oder will ich das so groß, will ich das? Ich entscheide das einfach nur neu. Das heißt, ich folge nicht mehr meiner Gewohnheit, sondern ich führe mein Leben wirklich. Ich entscheide und wenn ich sage, ja, die Portion, jetzt ist mir egal, ob ich da dicker, das schmeckt mir so gut, das will ich ja, okay. Oder diese Zigarette will ich hauen. Aber ich folge nicht mehr der Gewohnheit, sondern ich tue das, wofür ich mich jetzt entscheide. Und wenn ich das 21 Mal gemacht habe, ist die alte Gewohnheit gelöscht und überschrieben von dem neuen,
Ich entscheide mein Leben ständig selbst aus. Und dann folge ich natürlich dem Grad meiner Erkenntnis und nicht mehr einer längst überholten Gewohnheit. Und vor allem verurteilt man sich nicht mehr selbst. In dem Moment, wo man dann nochmal sagt, dann, ne, das ist auch noch dazu. Das wird noch schlimmer. Das ist noch schlimmer, genau. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir auch verstehen, dass es wirklich immer alles irgendwo trotzdem richtig ist und nur dient und wir jederzeit eine neue Entscheidung treffen können. Also fassen wir mal zusammen. Gesunder, natürlicher Lebenswandel besteht eigentlich nur aus zwei Gebieten, aus zwei Bereichen. Das Falsche lassen, das Richtige tun. Was falsch ist, weiß jeder selbst, braucht man keinem sagen, weiser. Ganz tief drin wissen wir das in uns. Also sich nicht ärgern, zu viel sitzen, mangelnde Bewegung, Schlafmangel, negatives Denken, eine ungeliebte Tätigkeit, eine belastende Beziehung, ungenügendes Kauen, Aufmerksamkeit auf Mängel richten, zu wenig trinken, Übersäuerung des Körpers, falsche Gewohnheiten, und letztlich glauben, ein Mensch zu sein. So, das sollte ich lassen. Und dann sollte ich das Richtige tun. Also das, was zu lassen ist, das weiß jeder schon selbst. Also ich fühle mich gerade ziemlich als Mensch in diesem Moment. Aber ein Mensch, der ein Herz hat und der sich freut. Danke, dass ich hier sein durfte auf einer physischen Couch mit Ihnen. Und darf ich Sie umarmen? Wenn Sie meinen, dass das hilft. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, ja, danke, liebe Zuschauer. Das war ganz lieb. Das war auch eine Botschaft, eine schöne. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, weil wir jetzt in diesem Gespräch Sie wieder an Ihr wahres Sein erinnert haben, dass Sie eigentlich, ist es ganz einfach, die zwei Dinge, das Falsche lassen, das Richtige tun, dann braucht der Körper keine Botschaften mehr schicken und alles läuft. Plötzlich ist alles ganz einfach. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Liebe Zuschauer, es ist alles ganz einfach. Und es ist auch ganz einfach, einfach wieder das Laptop zu nehmen und uns zu abonnieren, damit ihr ja keine Sendung verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.